Moin Leute, herzlich willkommen, Alter, auf der USA-Tour, beziehungsweise erstmal in Pittsburgh. Das Wochenende der Pittsburgh Pro und der Polarkorps ist schon wieder nur am Fressen. So sieht's aus. Wir sind gestern angekommen, hatten einen langen Flug, aber haben's letztendlich geschafft. Wir sind in der Bude und nichts ändert sich. Guckst dir an, was läuft. Pre-Workout Motivation. Pre-Workout Reispudding wird wie immer vorbereitet. Was ich sagen muss, wir haben vorher geguckt, wir haben ein bisschen geschrieben, ihr wisst ja, es sind zahlreiche Athleten mit am Start. Und ich habe mal so rumgefragt, Jungs, Mädels, wer hat Bock heute auf einen geilen Pump, auf ein fettes Training zusammen abreißen? Ich will jetzt keine Namen nennen, aber auch von einigen Classic-Physik-Mitstreitern kam da nur, ja, ich bin heute bisschen durch, heute geht nicht, heute habe ich was zu tun, beziehungsweise ich wäre heute eher raus. Wisst ihr, was ich mir angedacht habe? Ich habe so mit Yannick geschrieben. Ja, ey, wir machen das jetzt auf unsere deutsche Art und Weise. Genau das sind die Tage. Da muss der Champ ins Gym gehen. Wir holen uns genau heute die eine Stufe, die die anderen nicht machen. Die bleiben jetzt auf dem Hotel und drehen Däumchen. Wir fahren jetzt gleich ins Powerhouse Gym und reißen sowas von die Bude ab. Ich habe maximal Bock. Wir nehmen euch mit. Vielleicht haben wir die Tage noch jemanden, der aufspringt und sich denkt, wir sind am Start zusammen zu trainieren, aber heute reißen wir die Bude gepflegt im deutschen Stile dort auseinander. Es wird richtig geil. Aber ja, Mann, es kommen ein paar geile Videos jetzt aus den USA. Und ihr seid natürlich mit am Start. Könnt das Ganze natürlich euch zu Hause gönnen und den Bären meinem Aufbau verfolgen. Und Aufbau heißt einiges an Fressen. Wir haben heute auf jeden Fall schon die Nahrungsmittelbeschaffung erledigt. Heute Morgen waren wir bei der NPC IFBB und haben ein paar Klamotten geshootet. Die bringen jetzt ein paar Klamotten raus. Hab dort auch die ganzen dicken Jungs getroffen und dick sind die auf jeden Fall. Deswegen esse ich jetzt lieber noch ein paar Mahlzeiten, weil morgen Abend stehe ich mit den Jungs da oben auf der Bühne. Ist immer wieder cool. Immer wieder wie ein kleines Familientreffen. Und deswegen feiere ich es einfach extrem, da am Start zu sein. Ja, da morgen die Bude abzureißen. Was auf jeden Fall auch abgerissen ist, ist ein kleiner Teil von meiner Schlafmaske. Auch mal ein bisschen Real Talk. Alice, die Ehrenfrau, ist jetzt noch hier noch zu einer Apotheke gegangen und guckt, ob wir das Teil finden. So lebt man hier. Ihr wisst ja. Gemütlich und Survival-Modus-mäßig sind wir hier auf jeden Fall ausgestattet. Wenn wir reisen, haben wir alle Subs immer in Tütchen abgepackt und dann ja alles vorgepreppt sozusagen für die Zeit, wo wir weg sind. Also passt das eigentlich ganz gut. Und der MVP ist auch am Start. War erfolgreich. Alice war erfolgreich. Das heißt, Leute, wir haben eine ruhige Nacht, beziehungsweise Alice hat keinen schnarchenden Bären neben sich. Alice macht Pittsburgh Yoga. Was steht bei dir heute an? Lass mich raten. Ja. Beine. Ja, Alice ist Bein, Oberkörper, Bein, Split. Ist erfolgreich. Ich habe ihn angeschrien heute Nacht. Hey, wisst ihr, was es... Nein, ich... Ja, erzähl. Wer ist meine Sichtweise, Schatz? Erzähl. Zum einen, dieses Bett, das ist viel zu weich und viel zu klein für uns beide. Der lag die halbe Nacht auf mir drauf, ich lag die halbe Nacht fast auf dem Boden. Ne? Und dann hat er heute Nacht wieder technische Probleme mit seiner Schlafmaske, wie so jede Nacht gefühlt. Irgendwie geht die Luft raus, aber das geht noch heute Nacht. Ist ihm diese Maske so abgefatzt und dann ist so ein Teil verloren gegangen, konnten wir sie nicht mehr anziehen. Habe ich ihn im Halbschlaf angeschrien, er soll diese Maske anziehen, weil er so geschnarcht hat. Und ich habe ihm die Masken gebraucht und gesagt, mach jetzt endlich, weil ich schlafen wollte. Ich war so müde, es war heute Nacht um eins, da ging der Terror los. Und dann hat er die ganze Zeit zu mir gesagt, im Halbschlaf so, ja, mach keine Bilder jetzt von mir, nur weil du Bilder machen willst. Und er dachte die ganze Zeit, ich film den, aber ich habe den nicht gefilmt, ich wollte einfach nur schlafen. Er war völlig lost, der Typ, einfach 6 Stunden. Das war die schlimmste Nacht ever seit langem, weil das Ende der Geschichte war, wir haben diesen Clip nicht gefunden und er hat dann ohne Maske gepennt und hat einfach nur geschnarcht wie ein U-Boot, Alter. Das war. Aber jetzt hast du einen neuen Clip. Ja. Perfekt. Ich habe mich darum gekümmert. Ich. Ja, dich hat es ja auch gestört. Nee, ihn hat selber gestört, weil er schläft schlechter ohne Maske. Aber ich weiß auch nicht, was ich da immer mache, Leute. Ich randaliere mit dem Ding immer nachts mit der Maske. Grizzly Punch kommt, by the way, zum Olympia wieder. Also habt noch ein bisschen Geduld. Sobald die Prep anfängt, also 16 Wochen vor dem Olympia, wird das Ding wieder in die Warenkörbe kommen. 20 Gramm sollten heute auf jeden Fall im Fokus und im Pump dienen. Et voilà. Schon braucht ihr keinen Shaker und keinen Trichter. Sehen wir uns gleich im Powerhouse Gym.
Pittsburgh. Ich bin gespannt, was abgeht. Vielleicht ist der ein oder andere da, aber auch wenn nicht, wir reißen den Rücken ab. Volle Kalacho, auf geht's. I don't know, brother. Bowling alley? First time here. Oh, okay. Junge, Junge, was war das für eine Uberfahrt, Alter? Erst hat der so den, wie sagt man, Kuschelrock gehört und dabei mitgesungen. Und ich dachte mir, das mal niemals bringt er das, richtig gefeiert. Und dann, wie als hätte er es gewusst, schaltet er auf einmal 5 Minuten, bevor wir da sind, auf einen guten Rock über und bringt uns hier in Stimmung. Und jetzt sind wir da hier. Powerhouse Gym Pittsburgh. Hey, what's up, bro? What's up? What up, boys? Everybody's here working out, huh? Hey, what up? You good? What's your training? Back. Back. How about you? Back. Ah. How long are you here for? Last one. Yes. Nice. They've been here before me. Hey. Try? Yeah. Easy, boy. Yes. Let's do this. What training? Which time? After pre-judging, yeah. That's what he said. Oh, you want to go watch pre-judging? Yeah. Chest, triceps. Chest and arms and triceps. Sounds good. You're curling the dumbbells, right? See you, okay, bro. I text you, okay? Yes. Easy. So, jetzt kann er morgen nicht mehr wegrennen. Jetzt haben wir es on cam, Alter. So sieht's aus. Jetzt wird's Zeit, den Schalter umzulegen. Fokussiert ins Training reinzugehen. Jede Einheit zählt, wisst ihr. Um mein Programm abzuarbeiten. Auf jeden Fall maximal Bock bei dem Gym, bei dem Vibe, ist schon geil. Jetzt mache ich mal noch einen zum Rantesten und dann gucken wir mal, mit was wir arbeiten. Versuch trotzdem. Auch wenn wir jetzt im anderen Studio sind, nicht von meinem typischen Training abzuweichen. Da sind wir auf Reisen auch. Schreibe ich zwar nicht mit dem Logbuch mit, wenn man im anderen Studio ist, aber Übungsreihenfolge bleibt gleich. Wird trotzdem schwer und falsch geballert. Somit passt es auch. Oft sind ja auch die Geräte ähnlich und ich kenne ungefähr mein Gewicht. Also von dem her freust du schon ganz gut. Mal gucken, ob die größte Gym-Kritikerin Deutschlands, geschweige denn der ganzen Welt, auch zufrieden ist hier. Schatzi, wie läuft's? Ach, die Booty-Maschine wurde nicht gemacht. Nee, die wird von brasilianischen. Ja, geh doch mal zu Ramans Frau hin und sag. Ja? Und sag, jetzt zieh mal alleine hier. Kurzen Talk auf brasilianisch-englisch gehört. Geil. Hier hilft man sich auch richtig stark. Guten Satz weggeprügelt. Ja, machen wir noch einen hinterher. Down and on. Yeah. Okay. I'm back and on. Good day. Hang on. Good day. Ready for kid. Yeah.
Geile Maschine. Prügelt auf jeden Fall auch ordentlich rein in den Latt. Normal hätte ich jetzt das einzeln gezogen, aber egal wo ich hinfasse, wackelt's. Aber ist gut. Sogar einen ganzen Powerlifting-Bereich plus eine Leitplanke. Sowas ist doch herrlich. Ich schwör's euch. Für den ganzen Tag bleiben. So weggeballert. Ich brauche jetzt aber nur Rammstein auf die Ohren, Alter, das ist klar. Ich muss mal kurz setzen, aber ich habe mir gerade gesagt, wenn du damit jetzt keine 5 ziehst, dann gewinnst du kein Olympia, Alter. Die vierte wollte schon nicht mehr ganz. Junge, Junge. Ich muss mir die gleich mal angucken. Ja, wie die fünfte aussah. Was? Ich dachte nämlich, ich habe gerade gesagt, entweder werd ich gewinnen oder die Bandscheibe, Alter. Aber ich habe mir gerade eben die Wiederholung angeguckt. Sieht auf Kamera dann immer doch so eigentlich noch sauber aus. Aber ja, gut immer sowas auch ein bisschen abzuchecken. Fangt bloß nicht an, die ganze Zeit eure Stative aufzustellen. Das sollte man auch nicht immer machen, um den Studioverkehr zu behindern. Aber so ab und zu immer schauen, wie die Technik aussieht, kann sinnvoll sein. Also, Gewicht leicht reduzieren und nochmal einzuballern. Junge, Junge. Spürt man aber auch den ganzen Rücken. Ich verstehe nicht, wer dann da nur unteren Rücken spürt. Jetzt zieht's hoch bis in Trapez, Alter. Ich glaube einfach, wenn man stark ist im Heben, hast du auch einen guten Rücken, Alter. Deswegen bleibe ich dabei, mir scheißegal. Das macht einfach Bock. Der wollte ich auch noch, aber so schnell kriegst du es nicht, Junge. Du musst noch härter an dir arbeiten. Ah. Völlig weggeschossen. Schwer und falsch, wie Markus jetzt sagen würde. Ein bisschen Schwung ist immer erlaubt, finde ich, im Hauptsatz. Und wenn du danach einen leichteren machst, den noch mehr kontrolliert, dann passt es auch. Manchmal ist wichtig, dass dein Körper auch mal ordentlich, dass du mal ordentlich Gewicht in die Hand nimmst, Junge. Nicht am Lattzug da die Bank hinstellst und mit 12,5 Kilo in den unteren Latt rein trainierst. So läuft's nicht. Für alle, die nicht länger als 5 Jahre, sage ich jetzt mal, trainieren, ist eine gute Mitte. Die sollten sich über sowas gar keine Gedanken machen, sondern einfach mal ordentlich Gewicht wegknallen, schwer trainieren, später sich über Feinheiten Gedanken machen. Ja. Ugh.
ich soll sagen, Überzüge und Rows sind meine zwei Lieblingsrückenübungen. Mache ich in jedem Training, entweder am Anfang oder am Ende. Überzüge, beste. Auch für die Leute, die Probleme haben, Rücken anzusteuern. Mal mit Überzügen anfangen. Baba. Bei all den tollen Geräten darf man das gute alte Eisen nicht vergessen. Klassische Kurzhanteln, die Bizepsmaschine hat irgendwie gespackt. Die war nicht ganz, sind nicht ganz richtig angefühlt. Aber auf die guten alten Preacher Curls ist verlassen. Knallen wir jetzt weg. Was sind 20 Kilo? In LBS, Digga. 40? 45. Dann nehmen wir die Fubis halt. Allerdings trainiere ich auch die Arme sackschwer, die mein Leben lang immer nur so, ja, was immer alle gesagt haben, auf höhere Wiederholungen so trainiert. Und wie man sieht, hat es nicht funktioniert. Nicht Spaß. Versuche die jetzt auch einfach wie jeden anderen Muskel schwer zu trainieren. Auch mal im niedrigen Wiederholungsbereich, sprich so im 5- bis 8er Bereich. Und dann gucken wir mal, was passiert. Aber fühlt sich auf jeden Fall gut an. Okay, nass. Es gibt so einen Satz hier hinter Schulter. Sind wir durch für heute. Intra hatte ich heute keinen dabei. Aber wenn der Kopf passt, heizt man einfach durch. Aber ich merke jetzt, spätestens jetzt, fehlen die Carbs im Gehirn. Ich genieße einfach den Flair von solchen Studios immer extrem. Und fühle mich einfach wohl. Deswegen wird auch richtig geil. Die nächsten Videos aus den USA. Kann ich euch sagen, wir werden in geilen Studios sein. Ja, es lohnt sich einzuschalten. Deswegen jetzt mal alle auf Ehrenbasis den Abo-Button reinschallern und dem Channel was Gutes tun. Denn nur durch euer Feedback, ja, kann man sowas möglich machen und da weiterhin Gas geben. Gern könnt ihr auch wie immer Code Colaco supporten bei ESN bei euren Bestellungen. Und ja, Mann, mit dem letzten Satz hier verabschiede ich mich auch. Vom Freitagabend, Spätabend hier aus, ich wollte schon sagen Columbus, Ohio, ja. Aus Pittsburgh, Alter. So sieht's aus, war ein geiler Tag und morgen wird noch geiler. Jetzt auf die Bühne mit den dicken Jungs und ja, Mann, schaltet ein beim nächsten Video. Haut rein, euer Urs, bis zum nächsten Mal, adios.